möchte euch gleich zu Beginn warnen, meinem Vortrag bis zum Ende zu lauschen erfolgt auf eigenes Risiko. Noch könnt ihr euch die Ohren zuhalten. Ich habe den Film Heimweh aus dem Jahr 1943 das erste Mal als Kind gesehen. Und ich war sofort verliebt in Leslie. Naiv wie ich war, dachte ich ja, Leslie ist ein Mädchen. Weil am Ende des Films bekommt sie diese süßen Welpen. Und dann stellt sich raus, Leslie alias Paul ist männlich. Ich frage mich, wie er das mit den Welpen hinbekommen hat. Aber Leslie kann ja alles. Leslie hatte eine innere Uhr. Die ist immer kurz vor vier angesprungen. Und dann ist sie ganz unruhig hin und her gerannt, weil sie ihren Joe von der Schule abholen wollte. So eine Leslie hätte ich mir auf dem Schulhof auch gewünscht. Dann hätte mich Dietmar, für den ich in der dritten Klasse geschwärmt habe, vielleicht auch mal beachtet. In Ermangelung einer Kontaktanbahnungs-Leslie musste ich die Sache selber in die Hand nehmen. Also habe ich meinen ganzen Mut zusammengerafft und Dietmar eines Tages auf dem Pausenhof geküsst. Als Folge bekam ich meinen ersten Lippenherpes. Seither vermeide ich es, fremde Männer spontan zu küssen. Ich habe dann zwei Kätzchen vom Bauern geholt, weil ich, trotz dieses Herpes war ich von dem Wunsch nach einer Leslie nicht abzubringen. Was habe ich meine Mutter bekniet? Ich habe ihr gute Noten versprochen, immer im Haushalt zu helfen, meine Mutter blieb hart. Also habe ich mir zwei Kätzchen von unserem Bauern geholt. Da haben wir immer unsere Milch gekauft und kennt ihr das? Wenn die Milch keine voll war, dann haben wir die immer so hin und her geschwenkt und wenn die Zentrifugalkräfte ausgereicht haben, blieb die Milch an Kopf und Stelle. Meine Mutter durfte ja nichts wissen von diesen Kätzchen. Also habe ich sie heimlich bei uns im Haus auf dem Dachboden versteckt. Es war heiß, es war Sommer und was soll ich sagen? Ich habe die Kätzchen da oben vergessen. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich war noch ein Kind. Die Kätzchen in ihrer Panik haben dann irgendwann angefangen, auf dem Dachboden wild hin und her zu trampeln. Und meine Mutter hat diese Geräusche gehört und dachte, das sind Ratten. Und sie wollte dann nachschauen und hat in der Diele unsere Dachleiter heruntergezogen. Die Kätzchen in ihrer Todesangst, halb verdurstet und verhungert, sind daraufhin meine Mutter ins Genick gesprungen und haben sich da festgekrallt. Die habe ich fast nicht mehr weggekriegt. Und seither hat meine Mutter Angst vor diesen süßen Stubentigern. Das ist insofern schlecht, weil ich, seit ich erwachsen bin, immer Katzen habe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wie wenn die Katzen das merken würden, dass meine Mutter Angst hat und sie vom Gegenteil überzeugen wollen. Sie gehen immer zu meiner Mutter, kaum dass sie das Haus betreten. Mit 33 Jahren habe ich mir meinen Wunsch nach einer eigenen Leslie mit Amy erfüllt. Sie war absolut wasserscheu. Eines Tages auf einer Wanderung, als der Weg zu Ende war, springt sie 1,60 ein Flussbett hinunter, steht auf einem Felsenvorsprung und unter ihr der Fluss. Fragt mich nicht, wie lange ich gebraucht habe, die 25 Kilo wieder auf den Weg zu hieven. Ich muss ja sagen, mit Amy habe ich mir auch selber ein Schmutzakzeptanztraining verpasst. Meine Mutter, die war sehr reinlich und ich war auf dem besten Weg, selber so eine Putze zu werden. Und ich muss sagen, ich habe im Laufe meines Lebens viel Geld an Putzmitteln gespart. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, so ein Langhaarhund geht mit dem bei Sauwetter spazieren. Das Haar saugt wie ein Wischmopp den ganzen Straßendreck und die Nässe auf. Und wenn ihr mit dem Hund nach Hause kommt, zieht der eine Spur des Grauens hinter sich her. Man bekommt auch zweimal im Jahr weiße Haare. Die kämme ich dann Lidl-tütenweise aus meinem Hund. Die sind sehr weich und man kann sie verspinnen und Pullover draus stricken. Fragt mich aber nicht, wie sich so ein Hundepullover bei Nässe verhält. Man möchte ja nicht unbedingt nach nassen Hund riechen. Nach Amy kam Lee mit 10 Monaten zu uns. Sie war eine coole Socke. Sie hat immer von unseren Meerschweinchen die Füßchen in den Mund genommen mit dem Blick, darf
sich da mal abbeißen. Aber ich kann euch versichern, alle unsere Meerschweinchen haben das Zeitliche mit vier Füßchen gesegnet. Lilly kam zwei Tage vor Nikolaus und ich richte am Vorabend drei Nikolausstiefel her, stelle sie auf die Küchenablage. Am nächsten Morgen im ganzen Wohn- und Küchenbereich Silberpapierschnipsel und Lilly hatte alles zusammengefressen. Ich war auch mal mit ihr in einem Buchladen und da setzt sie sich dann so untertypisch mäßig in Position, macht einen riesen Hundehaufen auf den roten Teppich. Alle Anwesenden haben diesem Schauspiel fassungslos zugesehen. Ich dachte, wo ist das nächste schwarze Loch, in das ich verkriechen kann? Inzwischen haben wir Carlotta genannt, Lotta. Sie begleitet mich als Diensthund in die Suchtberatung. Und nachdem sie ihre Probezeit mit Bravour bestanden hat, bin ich immer noch dabei, ihre Gehaltsvorstellungen mit meiner Chefin auszuhandeln. Ich habe seit 27 Jahren Collies und es sind wirklich sehr freundliche, intelligente Hunde. Und man sagt ja, mit der Zeit nähern sich Besitzer und Hund vom Aussehen her an. Also bei mir ist das nicht so. Während Lotta immer mehr Haare im Alter bekommt, werden meine Haare immer weniger. So, ich habe euch gewarnt. Wenn ihr jetzt auch eine unbändige Lust bekommen habt auf eine eigene Lassie, dann kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Unsere Kinder wurden vom Lassie-Fieber infiziert und ihr seht die Sheldies und Collies unserer Familie. Ups, nicht aufgepasst.